Ja, hallo Leute, hier ein kleiner Zwischenschub. Bram und ich sind alleine unterwegs in Altes Live. Davon rennt er. Und hat nochmal Bock. Ja, wir wollten doch nochmal diese Sache probieren, die Bram vorgeschlagen hat. Mit diesem Polizeiauto und dem Knacken und so. Jetzt laufen wir, ich glaube, hier ist auch gerade nichts los, ohne Spaß. Ja, ich laufe trotzdem hinten rum. Ja, auf jeden Fall hinten rumlaufen. Erstmal gucken, ob da eins steht und so. Ich habe auch nichts mitgenommen, außer jetzt wieder zweimal Wasser und einmal Hasenfleisch. Ja, wir haben nichts. Also, wenn das klappt, dann lachen wir einfach nur. Okay, hier ist dicht. Hoffentlich, ja. Ich frage mich, wie viele Idioten tatsächlich auf die Idee kommen, das zu tun. Ich weiß, Moment, ist das gegen die Serverregel? Nee, oder? Ja, oder Clown? Ich guck mal ganz kurz drauf, sicherheitshalber. Fahrzeug zu stehen, nur muss so. Ach, hier steht nichts vom Polizeiauto. Ich habe gerade ein Heli gehört. Kannst du was sehen auf deinem Ausguck? Bleche, Wasser und keine elektronischen Geräte. Moment, hier stehen gar keine Polizeiautos, oder? Nee, sag ich ja. Ja, das ist ja scheiße. Weil da sind die Garagen unter uns, sind die vielleicht da drin? Vorhin standen die außerhalb. Wird einfach mal. Ja. YOLO Swag, sagst du? Ja, die sind auch von der anderen Seite zu, Bram. Kannst du die öffnen? Ich kann die nicht öffnen. Ah, hier ist der Autohändler. Du bist kein Polizist. Er hat dich durchschaut. Das ist eine Explosion gewesen. Wieso sind hier keine Polizeiautos? Das ist hammeröde. Ja, auch nicht. Oh, das ist aber tief. Ja. Ich hab mich nicht vorher nochmal ausgeloggt. Ich hab Monster Desync. Oh Gott. Hier links liegt ein Auto auf dem Kopf. Wird ihr auch? Ja. Ah, ein Stück weggehen, ich bin bestimmt gleich. Oh, da fährt man nicht an 75. In Zahlen. Hey, den Euro nicht ehrt und so, wa? Ja, dann unterbreche ich nochmal. Scheiße. Okay, Bram, ich bin wieder in Aufnahme, Bram. Bram will sich den Pickup da vorne snacken. Ich versuche die Leute hier mal ein bisschen abzuhalten. Ich ist abgebrochen. Was ist hier denn los? Bitte einmal hier weggehen. Wo soll ich hingehen? Bitte einmal hier den. Und ich wurde gerade auch. LOL. Was wird da gerade gemacht? Nee, alles cool. Die konzentrieren sich gerade überhaupt nicht auf Aussteigen. Dich. Die konzentrieren sich gerade auf einen anderen Wagen. Aussteigen. Auf den Grünen, der hat gerade einen auf überfahren. Den Kollege. Unter. Ich habe den Schlüssel für den Wagen. Du hast den Schlüssel? Ja, wenn du kurz kommen möchtest. Ja, ich komm kurz. Ne, Moment, einer guckt in deine Richtung, glaube ich. Ne, doch nicht. Ja, ist cool. Okay, ich komme. Haben sie wohl nicht, also gucken sie mal nach hinten. Schon drin? Okay. Ja, ja, schönen guten Tag, Ryan. Okay. Ja, es tut mir wirklich leid. Okay, ich bin drin. Ja, du bist blöd. Luca. Hey, Achtung, klar mal dein Hamster ohne diese Leute. Hat da mal eben ohne Probleme geklappt. Oh mein Gott. Das war das so ein Einsatzkommando gestohlen, Junge. So wie sich das gehört, einfach nur. Kannst du die Sirene anmachen oder so? Weiß ich nicht. Ich weiß zumindest nicht wie. Abspringen, ich hab nur über Draht habe ich nur die üblichen Sachen.
Okay. Scheiße, hupen? Ne, pass auf, ich geh kurz, ich guck kurz nach, Controls. Vehicle Movement. Okay, da steht schon mal nicht bei. Aber ist voll langsam. Es gibt eine Handbrake, das wusste ich gar nicht, ist auf X. Dann probier ich jetzt nicht. Die ist echt hammer langsam. Kompass, Watch, Binoculars, Headlights. Nein, nein. 65. Oh, Get Out ist auf V, das ist ja gut zu wissen. Aber vielleicht können wir einen guten Deal machen. Wir können ja mal schreiben, dass wir Hunter von der Polizei frisch zu verkaufen haben. Vielleicht haben wir mal Bock auf so eine Karre. Moment, ich mach. Du kannst schreiben mit Lieferdienst. So. Da stand übrigens noch einer. Also ich glaube, das Problem ist bei den Dingern, dass die auch, dass die sich die Polizisten wahrscheinlich unendlich nachholen können oder so. Oder meinst du, die müssen dafür jedes Mal Kohle berappen? Wäre hammer witzig. Wir überlegen uns jetzt auf jeden Fall, was man damit Schickes machen kann und sehen uns sofort wieder. Ja, wenn wir diese. LOL, warte. Warte, ich wurde angeschrieben. Wie viel? Ja, unversehrt, 100k. Ist das realistisch? Okay, warte. Das wäre so geil! Okay, jetzt warte ich kurz auf die Antwort. Es ist so eiskalt. Das ist auch voll praktisch gewesen, dass der Grüne genau in dem Moment noch einen anderen SEK-Typen. Nee, den haben wir ja eh nur für heute, sorry. Ja, das stimmt natürlich. Soll ich runtergehen? Ja, geh runter. Ja, ist egal, selbst für 20k. Aber 20k gemacht, den wir für Dietrich. Für 3 Dietrich. Okay, ich habe 30k angeboten. Können uns natürlich jetzt auch eiskalt gleich überfallen und mit Waffen drohen. Aber ja, egal. Und was ist jetzt dein Plan? Wieder zurückfahren? Weil die wollen ja bestimmt einen Kavala übergeben, oder? Bis wir da sind, vergeht der voll viel Zeit. Ein Kavala wäre aber nicht so clever. Wenn er in der Nähe irgendwo. Kommt da dein Feines? Mit der Hatchback. Oh, ganz alleine. Schreib dich mir zurück, ey. Ich glaub, der will nicht. Der beschleunigt auf dem Feld bergauf, ohne Shift noch. Oh, das ist natürlich nice. Das ist wahrscheinlich das ultimative Offroad-Auto. Alter, den voll ab? Nee, morgen nehmen wir dann lieber einen. Ah, toll. Ach, aber öde, okay. Was machen wir jetzt mit dem Gerät? Ich meine, es ist sehr hübsch. Wie viel passt denn da rein? Drück mal T. 65. Oh, guck mal, da ist der Polizeiheli. Meinst du, der sieht uns? Ja, wir wissen, jetzt die Sirene anmache. Ah, ich glaube, das Ding hat gar keine Sirene. Also ich habe eine gute Idee.
Eine Sekunde. Alles klar. Was ist? Moment, wenn der eine hat? Der hat keine. Eise. Schade, schade. Ach, das geht nur als Kopf. Ah, ekelig. Schade, okay. Haben wir jetzt ein paar. Das können wir echt ein paar Leute natzen. Wir können der Polizei sagen, dass wir ein Auto gefunden haben. Okay, pass auf, ich schreibe eine SMS. Dass wir beide gerade einer Gestalt ein Auto abgenommen haben und den gerade nach Kavala bringen. Nee, ich wollte eigentlich mehr so fragen, habe ein Hunter, zahlt ihr Finderlohn, so nach dem Motto, weißt du? Ja, kannst du auch machen. Ich nehme mich erstmal hier vorne hin. So, haben einen Hunter, zahlt ihr Finderlohn an Polizei. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Der Megatron will den auch haben. Jemand bezahlt. Megatron will den haben, aber ich trau dem nicht, der ist voll der Spammer im Chat. Wahrscheinlich soll jetzt hier Gas geben. Wer hat den Hunter jetzt? Und ich schreib da Megatron. Der hat gesagt, wir sollen den am Sportplatz in Kavala liefern, aber das ist wahrscheinlich nicht der beste Ort. Boah, der ist voll der Spammer! Lol. Erstmal deine Nachricht direkt weggespammt, Junge. Ja, so sieht das aus. Also die Polizei hat zurückgeschrieben, zum Sportplatz liefern, oder was? Ne, das hat Megatron geliefert, geschrieben. Vorhin. Gebe 100. Ja, ist klar. Was ist, wenn er die gibt? Ja, das stimmt. Was haben wir zu verlieren? Da haben wir Megatron eine Mail, dass wir uns beim Tauschzubehörtypen treffen. Nee, da müssen wir doch einmal quer durch die City, oder nicht? Nach unten rumfahren. Lass doch lieber sagen, dass wir uns beim Kavala Drogendealer treffen oder so, oder? Ach, bei dem nördlichen? Ja, der über Kavala. Ja, oder das. So, wie heißt der Megatron? Muss ich jetzt erstmal finden, den Momo. Mega, da. Schreibt, wir liefern an den Drogendealer nördlich von Kavala. 100.000, keine Cops. Weißt du, was wir machen? Wir sagen ja sonst, erst hat Geld gehen, dann geht er die Karre noch vorne weg. Voll Premium, oder? Das ist echt Premium. Hammer, also bin ich voll für. Schreibt Megatron, ich sag wo. Ich hab's halt dann nicht. Ah, ja, so aggressiv? Ja, schreibt man dann nicht. Wenn er ein kleines Kind ist, dann kann man, hat man dem damit bestimmt seine Grenzen aufgezeigt. Wenn er unbedingt haben will, dann sagt er, okay, ich komm.
Weil der Sportplatz ist Kavala, das ist da, wo mich die Bullen letztes Mal auch angehalten haben. Okay, habe ich geschrieben. Megatron Squadboy wurde beschlagnahmt. Der schreibt doch nicht mehr zurück. Was machen wir jetzt mit dem Kavala? Wir könnten immer so entspannt durch Kavala fahren und gucken, ob die Polizei reagiert. Meinst du mit entspannt wirklich mega entspannt oder meinst du auch voll durchheizen? Ich meinte tatsächlich entspannt, man kann natürlich auch voll durchheizen. Ja, man kann auch ganz entspannt da durchfahren. Schon mit 50. Ja, genau. Aber eigentlich dürften die uns auch gar nicht erkennen, dass wir gar keine Bullen sind, ne? Doch, doch. Guck mal mit der Third-Person-Kamera vorne rein, wobei du fährst, ist schwierig. Aber man kann uns sehr gut erkennen. Oh. Oh Mann, jetzt dachte ich, dass der zurückgeschrieben hat. Boah, der Finch, Alter. Mit dem habe ich vorhin geschrieben, ey, die hätten uns voll überfallen, glaube ich. Na, guck mal, die ganzen Pfirsichpflücker hier. So, wenn das so viel, meinst du, das bringt echt so viel Kohle, ey? Das ist doch echt... Ja, es ist halt relativ safe, wa? Du fährst halt nur die 5 Meter. Ich meine, auf dem Stück überfallen zu werden und du hast keinen Zwischenschritt. Ich weiß nicht, wenn du einfach nur nach Geld pro Minute gehst, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, könnte sein. Ich weiß ja nicht mehr, was das bringt. Ja, auch nicht. Ich habe optimalerweise nicht mal mehr einen Offroader, wo ich die Scheiße reintun könnte. Wo kann er den hinnehmen? Jetzt haben wir hier mit 40 Flicken, 40 Flicken gehen, aber geil. Und du brauchst keine Lizenz. Das ist, war doch keine Lizenz. Ich fahre echt mehr Gemütlichkeit durch die Stadt. Da vorne ist der. Da vorne ist SEK auch. Oh, da wird er schon schneller. Oh, da kommen sie schon auf uns zugefahren. Ne, lol. War die gerade euer Fahrzeug? LOL! Jetzt geht's rund. Ja, die haben den Typen abgeschossen, oder? Haben die nicht auf uns geschossen? Keine Ahnung. Sollen wir zum Headquarter rollen damit? Ja! Badass, ey. Hier war ich noch nicht. Ohne Spaß! Ist kein Schwein. Sofort stehen bleiben! Sofort stehen bleiben, Mama! Ja, kannst du hier schießen auf die Karre, der macht halt nichts. Jawohl, Junge! Haben wir sie jetzt mal endlich aufgeschreckt, ey? Mein Gott, das hat aber lang gedauert. Ja, schon langsam fahren. Wenn nicht so auffällig ist. Oder Spaß? Haben wir die jetzt schon wieder abgehängt? Das interessiert sowas von keinen Schwanz. Ohne also jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, kommt er jetzt hinterher gerade, oder? Nee. What the fuck? Da ist immer einer. Machen wir jetzt damit? Ja, also die Bullen ärgern geht ja offenbar schon mal nicht. Wie behindert. Wir fahren einfach noch eine Runde, was hältst du davon? Ja, komm, lass einfach noch eine Runde fahren. Dachte, es geht voll die geile Verfolgungsjagd. Ja, richtig, ich dachte, nichts geht auch. Da, ey, wie kann man nur so öde sein? Das ist genau wie dem Typen, bei dem man einfach eingestiegen ist. Ja, komm, hier die Kurzzeit. Ich fahr jetzt 27. So, schön fahren. Das ist ein Polizeiauto, oder? Ja. Ne, ist ein blau auf. Ne, ist ein Polizeiauto, glaube ich. Die wollen uns anhalten. Wie geht es dem Auto oben so oben links? Ey, der Fuel-Tank ist getroffen worden. Aber und wie schnell verlieren wir jetzt Fuel? Das ist quasi gar nicht. Der Heli fliegt hier wie so ein Wahnsinniger die ganze Zeit hin und her. Wollen wir jetzt noch eine Runde drehen? Ja, das Blöde ist, wenn wir auf die zufahren, schießen die uns natürlich jetzt gleich echt hart über den Haufen. Das heißt, wir müssen da jetzt echt mit Speed durch. Okay, dann fahren wir jetzt mit Speed durch. Das ist geil. Weißt du, die kommen uns auch irgendwie nicht hinterher, die Spackos, weißt du? So, ja, ja, passt schon. Wenn er kommt, schießen wir ein bisschen drauf. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Oh, jetzt haben wir aber echt Speed drauf. Boah, die leuchten echt so mega am Arsch vorbei. Ja, ohne Spaß. Das ist der Hammer. Boah, man kann die gar nicht zur Weißglut treiben, das ist ja Hammer öde. Weißt du, was wir jetzt machen mit der Karre? Nee. Meinst du, das ist eine Drohung? Weiß nicht. Was wir machen könnten, ist, wir könnten bis zur Zentralbank fahren. Und dann? Nehmen wir die aus und legen uns beide ins Gras und gucken mal, was passiert. Ohne Waffe. Ich glaube, dass da keiner ist. Ja. Okay. Wo ja? Ja klar, warum nicht? Whatever, bitch! Wieso hältst du an? Achso. Ich muss kurz. Ah, okay. Der Straße hier folgen, kommen wir automatisch da aus. Ja, so lange war ich nochmal Aufnahmepause. Nehm auf, sicherheitshalber. So, wir stehen jetzt vor der Zentralbank. Oh, hallo? Sorry, brauchen Papiere? Ja, sieht gut aus. Machen wir. Dann machen wir nicht. Ach, weißt du was? Wir reizen da jetzt einfach durch, Junge. The fuck, ey. Verarsch mich doch jetzt nicht, ey. What the fuck? Ja, wir sind Top-Diebe, wir scheitern schon an der Schranke. Lol. Was passiert? Du bist gerade bei mir gestorben. Echt? Nee, bist du nicht. Du bist quasi unters Auto gefallen. Was passiert? Das ist immer geil. Hast du Eject gedrückt? Weiß ich nicht, aber schon fett einfach mal unter die Karre zu rollen. Moment, wir nehmen jetzt unsere harte Seite vom Auto. Jawohl, Junge! Ja, zählt auch. Ja.
Karre ist immer noch in Ordnung. Möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Das ist voll die Mörderkarre, einfach nur. Nicht so wie so ein Offroader, den du einmal anfurzt und der dann direkt in Flammen aufgeht. Wie so ein Hunter, der hält auch ein bisschen weiter aus, ey. Da ist die jetzt auch zu. Leute, jetzt bin ich ausgestiegen. Lebst du noch? Ich glaube schon. Ja, ich lebe noch. Ich dachte, du ja, stehst. Sehr dank. Ich will nur kurz den Hunter so parken. Auf der Brücke, dass da keiner durchkommt. Ja, guck mal rein. Geht die Tür einfach auf? Tür ist einfach aufgegangen, ja, aber ich kann hier irgendwie nicht auf die Zentralbank zugreifen. Normalerweise ja. Ist hier dieser rote Container in der Mitte, ist normalerweise, den konnte man halt knacken. Aber mir wird nichts angezeigt. Was ist denn das für eine Scheiße? Erstmal im Chat nachfragen. Voll geil, wenn wir nicht irgendeinen Bug schaffen würde, hier auf das Ding drauf zu kommen. Ja. Würde ich keinen Schmerz sehen. Kein Plan. So ein Bullshit. Hart uncool. Ja, Mist. Oh, typisch altes, mega schlecht gemacht hat Ding hier, ist das ein guter ja. Szene. Achso, und so, immer in der Kuppel ist, hat man, ist, geht der Kraken weiter oder was? Ja, richtig. Also ich habe mich das letzte Mal hier hingestellt, während die alle anderen draußen waren. So schlecht, das Ding bietet aber schon irgendwie einen strategischen Vorteil. Ja, okay, wenn die Leute hier reinkommen, kannst du meistens wahrscheinlich eher auf die schießen, aber kann ja auch jemand von der anderen Seite kommen. Wenn ich mir das, wenn du hier Sniper hast, liegst du so, machst du ja ein, zwei schon weg. Ja, ich weiß allerdings noch gar nicht, wie man an Helis kommt. Weil zum Airfield laufen und einkaufen. Mit dem Geld, was wir eigentlich gerade abheben wollten. Mit einer Sniper? So, ich dachte mit dem Heli. Weiß ich nicht. Na cool, hier kommt man rein. Ist ja Prämie. Hallo? Glory Hole? Wie gut siehst du mich? Ich seh, also von... Ja gut, ich stehe. Also wenn ich reinkomme, sehe ich dich gar nicht. Habe ich wagt falsch geschrieben? Nee, habe ich eigentlich nicht. Ah, Gott. Öde Runde, alte Skala. Ja. Ich höre wieder auf.